Die Sportmeldung des Tages ist eine traurige. Leb wohl, Pirat, schreiben die italienischen Zeitungen heute nach dem Tod von Marco Pantani. Tour- und Giro-Sieger, einer von Italiens ganz großen Sporthelden, aber Norbert, wohl ein schwer kranker Mann. Ja, sehr krank und wohl auch sehr einsam. Marco Pantani litt unter Depressionen und er hatte sich von der Öffentlichkeit abgekapselt. Die genauen Umstände seines Todes sind noch nicht geklärt. Dieses zweitklassige Ferienhotel in Rimini war Marco Pantanis letzter Aufenthaltsort. Gestern gegen 21.30 Uhr wurde er hier tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Ob es Selbstmord war, soll morgen bei einer Obduktion in Bologna festgestellt werden. Ende der 90er Jahre war Pantani der Superstar im internationalen Radsport. 1998 gewann er zunächst zu Hause den Giro d'Italia und anschließend auch die Tour de France vor Titelverteidiger Jan Ullrich. Ein Jahr später dann wurde er beim Giro wegen Dopings disqualifiziert und er sollte nie mehr ganz nach oben zurückfinden. Selbst päpstlicher Segen im Vatikan vor gut 3 Jahren konnte dem gläubigen Christen nicht helfen, sein Leben besser in den Griff zu bekommen. Fortan litt er unter Depressionen, zog sich zurück und vereinsamte mehr und mehr. Marco Pantani wurde nur 34 Jahre alt.